Guten Morgen, ich bin wieder zu Hause in meinem Büro. Puh. 11 Uhr, erzählt mir mein Handy, sagt auch 11 Uhr. Guten Morgen, Nathalie Kortsch aus der Finca Cancorem. Ich bin nicht mehr unterwegs, ich bin nicht in Port Adriano, ich bin nicht in der Nekropolis, wo es eine Beerdigungsstätte, guten Morgen, für die Phönizier war, die niemals benutzt wurde für die Phönizier, sondern nur für die Mallorquiner. Ich bin schön zu Hause. Hallo Daniela. Und meine Mitbewohnerin Sabine Künkel, die Künstlerin, die zwischendurch mal mir Tassen macht oder. Ja, ich bin auch müde. Ach, guck mal, siehst du? Ist wahrscheinlich auch nur das Licht. Nee, ich bin aber wirklich müde. Hat mir zwei Tassen gekauft. Ich fange jetzt mal mit der ersten Tasse hier an. Die zeige ich euch. Kann mir mal einer sagen, was das ist? Ist das ein Esel oder ist das ein Stier? Was soll das? Guten Morgen, Barbara. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ist das ein Esel? Ein Eselstier? Abgefahren, ne? Also, ich habe mir gestern mal eine Liste gemacht, was ich noch alles an Geschichten drauf habe. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Jürgen. Sifronias, para ti a las 11:30 en español, Toni. Also, ich habe mir überlegt, ich erzähle euch mal meine kleine Ostergeschichte. Meine kleine Ostergeschichte mit meinem Pudel. Die geht aber über 3 Tage, die Ostergeschichte. Ich mache heute den ersten Anfang. Ersten Anfang gibt es das überhaupt? Den einen Anfang. Also, wir haben, die kleine Familie, die mallorquinische kleine Familie und ich, wir haben in Palma gelebt. In dem Viertel Pergarau. Und die Kinder waren in einer. Stiesel ist super, Barbara. Ja, ein Stiesel. Genau. Die Barbara hat immer so tolle Wortkreationen. Ein behinderter Elefant. Alles klar. Also, wir haben in Palma gewohnt, in so einem kleinen Häuschen, was eigentlich aussah wie ein Häuschen vom Campo, aber mitten in Palma im Pergarau. Und da hat die Kleinfamilie gelebt, also der Toni, die beiden Kinder und ich. Und in der Mitte von diesem Häuschen hatten wir einen riesengroßen Küchentisch. Den habe ich übrigens immer noch. Also ein riesengroßer, großer Küchentisch. Und eines Tages kam ich nach Hause. Ganz aufregendes Viertel, also ganz viele Afrikaner, Araber, Mallorquiner, so ein paar verlorene Deutsche, die sich irgendwie nicht nach Afrika getraut haben und dann da hängen geblieben sind. Also abgefahrenes Viertel, sehr, 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 sehr mega spanisch. So, und also ich komme nach Hause und bin die Erste, die Kinder waren noch in der Schule, der Ehemann war noch am Arbeiten. Oder auch für Arbeit. Und ich sehe in der Küche auf dem großen Tisch ein Vogelkäfig. Und in diesem Vogelkäfig befand sich ein Kaninchen. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Wer hat denn in einem Vogelkäfig ein Kaninchen? Und jetzt habe ich ja schon da sehr aktiv Tierschutz gemacht und wusste ja, dass es in bestimmten Situationen hier einfach ein bisschen anders ist als in Deutschland oder anderswo. Wobei in Deutschland ist ja auch sehr viel Mist mit Tierschutz. Also da sollen wir mal nicht so sein. Ne? So, und ich habe dann gedacht, also okay, Kaninchen im Vogelkäfig. Und Toni erzählt bis heute, dass ich den angerufen habe und gesagt habe, sag mal, was soll das? Und er sagte, was? Auf unserem Küchentisch ist in einem Kugelkäfig ein Kaninchen. Was soll das? Ja, wisst ihr jetzt auch nicht. Und dann stellte sich raus, die Kinder hatten die Aufgabe, über Ostern auf das Kaninchen aufzupassen. Also die Klasse hatte ein Klassenkaninchen und dann war es an uns, über Ostern auf dieses Tier aufzupassen. Und da Toni in einem Spezialladen im Veterinärsgeschäft arbeitete, habe ich dann zu dem gesagt, bring mal bitte einen anständigen Käfig mit, anständiges Futter, diese kleine Wasserdinger und das komplette Programm für dieses arme Kaninchen. Und dieses Kaninchen hatte so einen schönen weißen Fleck hier. Dann kam Toni nach Hause mit dem großen Käfig und dann habe ich in der Küche alles abgesperrt. Die Kinder waren da und dann haben wir alle auf dem Boden gelegen und ist dieses arme Kaninchen da auf den Kacheln rumgehoppelt und haben ein bisschen Stroh ausgelegt und war alles in Ordnung. So, und ich hatte ja noch Jupp. Dann kam Ostern
Wir haben das Kaninchen in den Käfig getan, sind nach Kankorem gefahren, weil wir haben während der Woche in Palma gelebt und am Wochenende in Kankorem. Und dann bin ich mit dem Kaninchen in dem Käfig und den Kindern in dem Auto und dem Ehemann neben mir nach Kankorem gefahren. So. Und dort haben wir gesagt, alles klar, die Boya, Boya ist das mallorquinische Wort für kleines Kügelchen. Die Boya, die ist in einem Zimmer eingesperrt, wo keiner der Hunde hinkommen kann, wo keiner der Katzen hinkommen kann und wo die auch so hoch steht, dass die einfach total sicher ist. Ja, das war irgendwie nicht so lustig. Ostern kam, Ostersamstag, ich suche meinen Pudel. Das ist kein Witz. Ich suche meinen Pudel. Und der Pudel war die männliche Variante wie die Lulu. Das war der Jupp. Und der Jupp war immer bei mir. Und an einem Tag, nämlich an dem Ostersamstag, war der Jupp nicht mehr bei mir. Und ich habe Jupp 2 Tage nicht gesehen. Und ich habe den 2 Tage deshalb nicht gesehen, weil wie durch ein Wunder ist Jupp in dieses Zimmer rein, wo die Boya war. Und Jupp hat sich kurz daran erinnert, dass er ja ein Hund ist und kein verwöhnter Pudel. Und der ist in diesem Käfig und hat die Boya aufgefressen. Ist das schrecklich? Das ist total schrecklich, ne? Ist auch schon wieder keine schöne Geschichte. Ich habe keine schönen Geschichten mehr, die gehen mir echt aus. Also auf jeden Fall, Jupp hat die Boya aufgegessen, war 2 Tage krank, war wirklich richtig krank. Also der lag so ein bisschen in der Ecke und hat sich fast immer so den Magen gehalten, weil dem das alles so weh tat. Und ich hatte jetzt das Problem am Ostersonntag, wie ich den Kindern erkläre, dass dieser wirklich entzückende, allerliebste Pudel sich daran erinnert hat, dass auch er nur ein Tier ist und dass er aus dem Tierreich kommt und einfach mal ein Kaninchen frisst. Das, was die größeren Tiere mit den kleinen Tieren eben machen. Und wir haben wirklich alle Sicherheitsmaßnahmen gemacht und wir wissen bis heute nicht, wie dieser Pudel in dieses Zimmer reingekommen ist. Ich erzähle euch am Montag, heute ist ja Freitag, ne? Genau. Ich erzähle euch am Montag, wie die Geschichte weitergegangen ist. Weil du erklär jetzt mal 2 Kindern, die ja nicht doof sind, dass der Pudel das Kaninchen gefressen hat. Oh Gott, das als Tierschützer zu erzählen, ist eigentlich ganz schrecklich. Aber was willst du machen? Das ist einfach so. Leute, ich zeige euch noch mal den Stiesel. Ich weiß nicht, was das ist. Da könnte man sich auch überlegen, mal gar keine Tasse zu zeigen. So ein hässliches Ding. Aber ich muss mal zu Deschayes. Da gibt es irgendwie Tassen für 1 Euro und da kann ich mal so eine Ladung Tassen kaufen. Und irgendwann mal machen wir einen Flohmarkt, einen reinen Kaffeetassenflohmarkt und dann verkaufen wir alle Tassen wieder für irgendeinen guten Zweck. Das wäre doch eine Maßnahme. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag, am Montag, Quatsch, Freitag. Am Montag geht's weiter mit der Fortsetzung. Wie erklärt man den Kindern, dass das Kaninchen aufgefressen wurde? Back to reality. Und ja, also hier in der Finca geht's noch lustig weiter. Es kommen und gehen Menschen, sehr interessant. Wenn man so eine Finca hat, das ist ja Wahnsinn. Also alleine, um weiter immer Geschichten für euch zu haben, müsste ich immer weiter Leute hier beherbergen. Das ist großartig. Bis dann, das habe ich gezeigt. Um 11:30 Uhr geht es weiter auf Spanisch und um 12 Uhr auf Englisch. Ja, und Daniela hat gesagt, ich sehe müde aus. Ich gehe dann heute mal eine Siesta machen. Also, tschüss.